Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, wie wir sie noch nie erlebt haben. Eine ganze Nation und das gesamte Gesundheitssystem werden einem unvorstellbaren Stresstest ausgesetzt. Wir haben eine große Verantwortung und sind derzeit das Rückgrat der Versorgung. Wir haben uns durch frühzeitige Entscheidungen und eine sehr gute Organisation optimal auf den vor uns stehenden Massenanfall von Covid-19-Patienten vorbereitet. Dazu zählen eine restriktive Besucherregelung, eine starke Reduzierung der Behandlungen und des Operationsprogramms, eine Bündelung der Personal- und Bettenkapazitäten und eine Sicherung der Materialbestände für Wochen, eventuell für wenige Monate. Schon heute melden sich umliegende Kliniken und fragen uns um Rat. Dies zeigt, dass wir immer einen Schritt voraus sind und eine richtige Richtung einschlagen. So waren wir die ersten Kliniken, die einen kompletten Besucherstopp verhängt haben. Schon in der Vorbereitung hat sich gezeigt, dass alle unsere RKH-Mitarbeiter, egal aus welcher Berufsgruppe und Fachbereich, an einem Strang ziehen und mit Herzblut dabei sind. Alle sind flexibel und jeder fragt, wo kann ich helfen? Sie alle machen einen hervorragenden, nein, ich will sagen, super Job. Und das wird gerade in dieser Krisensituation offenkundig und gewürdigt. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement, Ihre Motivation, wann immer wir etwas für Sie tun können oder wenn Sie eine Frage haben, melden Sie sich über die bekannte E-Mail-Adresse oder das Notfalltelefon. Zusammenhalt macht stark. So wie wir derzeit gemeinsam arbeiten, werden wir das bewältigen und noch stärker aus der Krise hervorgehen. Bisher haben wir gezeigt, wir können Krise. Auch für die nahe Zukunft bin ich optimistisch und überzeugt, dass wir gemeinsam alle Herausforderungen, die auf uns zukommen werden, bewältigen. Mein Appell an Sie ist auch außerhalb des Dienstes weitestgehend auf soziale Kontakte zu verzichten. Die Bewohner unserer Landkreise verlassen sich auf Sie und das können Sie auch. Jedem Einzelnen von Ihnen wünsche ich, dass er und seine Familie gesund bleiben. Vielen Dank für alles.